Also wir stehen hier in Büsserach an der Mittelstrasse und wir führen jetzt hier im Moment gerade eine Ausgrabung durch im Vorfeld von einem Neubau. Wir befinden uns hier in einer wichtigen Archäologiezone des Kantons Solothurn. Wir haben hier eine frühmittelalterliche Siedlung, die wir untersuchen, aus dem 7. und 8. Jahrhundert. Und hier hat in dieser Siedlung das Eisengewerbe eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und hier kommen jetzt Abfalldeponien aus dieser Zeit zum Vorschein, Eisenschlacken. Und die werden uns ganz viele wichtige Informationen geben, wie die hier geschaffen haben im frühen Mittelalter. Wir sehen hier einen Schnitt durch das Erdreich hier im Bereich dieser Ausgrabung. Zu oberst oben haben wir den Humus, so wie man es am Anfang gesehen hat. Und dann sehen wir hier verschiedene Schichten. Hier das Steinige, eine Kulturschicht aus dem frühen Mittelalter. Und hier die grösseren, gröberen Steine. Das ist schon die erste Verfüllung von dem Graben, wo wir hier am Untersuchen sind. Hier wieder eine feinere Verfüllung und zu unterstunden die interessanteste Schicht, nämlich die rostigen Schlackenstücke, die man im frühen Mittelalter hier in den Graben entsorgt hat. Also ihr seht hier im Hintergrund unter einem Zelt ist das Grabungsteam gerade den frühmittelalterlichen Graben am Ausnehmen. Und wir finden in diesem Graben verschiedene Arten von Abfall von der Eisenverarbeitung. Hier zum Beispiel zwei Schlackenstücke, die hier entsorgt worden sind. Wir haben hier aber auch ganz andere Arten von Abfall wie Tierknochen, also Speisreste, die hier entsorgt worden sind. Oder auch ganz einfach Baumaterial wie die Ziegelstücke. Da hat man alles kreuz und quer entsorgt in den Graben. Die Eisenschlacken, die wir vorhin auf der Ausgrabung gesehen haben, die stammen von so einem Rennofen. Das ist, indem man so einen Ofen innen hat man aus dem Eisenerz das Eisen können rausschmelzen bei etwa Temperaturen von 1200 Grad. Und einerseits sind da die Schlacken als Abfall rausgekommen und andererseits hat man dann hier den Eisenschwamm gehabt, wo man dann nachher können weiterverarbeiten zu Eisenbarren oder zu Objekten. Wir werden jetzt mit den Abfällen von der Eisenverarbeitung, die wir hier geborgen haben, auf Solothurn gehen. Wir werden die genauer anschauen und die werden uns ganz viele neue Hinweise geben zu dieser frühen Mittelalter-Siedlung hier in Büsserach.